Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Dieses Mal am Strand, vom Strand der Uralten. Weit geht? Ja, es kommt mir mal kommt's nicht. ich überlege gerade, was könnte ich denn skillen? Was könnte ich denn wieder machen? Was könnte man denn Lustiges wieder probieren? Ach komm, ich nehme das Seraphim. Heiliger Rächer. Das ist schön auf Burst, das lasse ich drin, das auch. Als Truff. Hat ja schon mal, jetzt habe ich allerdings eine andere Ausrichtung von den Stats, also beziehungsweise bei den letzten BGs war es ja weiterhin so. Wo sitzt denn der? Hier, ich habe viel Crit, 33% standardmäßig, ich habe über 5, ich habe 36% Mastery und noch knapp 24% Vielseitigkeit, also so overall, ne? Was mit viel Crit, das merkt man schon. Das ist wahrscheinlich jetzt beim Bursten bestimmt auch schon ziemlich lustig. Wobei hier halt TV drin ist. Da weiß ich halt nicht so, wie das ist, ne? Das ist dann so die Frage. Ja, ich probier's mal wieder. Ich hatte das ja, als ich ja ziemlich so Full Mastery in Anführungszeichen war, hatte ich das ja gehabt. Das war ja schon cool, also. Wo die Leute da 80 bis 100k ohne Berserk an Mastery abbekommen, also hat das Licht, das war schon übel. Das war, also cool war es, ja. Eigentlich total verkrüppelt zu spielen, in der, also im BG kann man so Späße machen, aber in der Arena, das nicht, der Burst-Fenster, das richtige Burst-Fenster ist 15 Sekunden, das zweite sind 18 Sekunden und das dritte 20 Sekunden, damit kommt man eigentlich nicht wirklich weit. Ach du Scheiße. Was sind das? Das sind gar nicht so viele, oder? Oh doch, das sind einige. Gehen wir auf den Red hier. Der hat schon Bubble ab. Wo ist denn der DK? Wall ist ab. Jetzt gib ihn. Als Druff. Oh, hier ist das verreckt doch. Jetzt der nächste. Killing spree. Double kill. Ist ein Stun. Was nochmal ein Stun drüber? Können wir dich retten? Ja. Und wieder. Nicht wirklich. Das ist Propali? Nee, Red. Das Monk, den stunnen wir mal. Oh, jetzt hat er mich gestunnt. Wall up. Bob. Der kriegt einen Richtspruch drauf. Ach, scheiße. Oh, guck mal, ob wir uns fetzen können. Der Hunter, da ist der Hunter, das ist richtig. Aber doch der Red. Stun. Eine Bob für den noch. Ich bubble mal, kann man den hochziehen. Na, du Depp! Na, das war kontraproduktiv. Oh ne, der Hunter hier. Jetzt aber der Mage hier. Nein! Du scheiß Hexer! Stun! Inline! Stirb! Der macht ja gar nichts. Killing spree! Sack dahin.
Jetzt werde ich hier wahrscheinlich sterben. Ja, ich habe es nicht mehr verantwortlich geschafft. Aber spaßig, ich kann es nicht wieder sehen lassen. Was haben die denn so abbekommen? Ja doch, 50, knapp 50k. Da war es klar. 50.000 Judgment. Kreuzverstoß so weit unten. Ja, spaßig ist es schon irgendwie. Aber auch nur irgendwie, um ehrlich zu sein. Ich persönlich spiele ja doch lieber mit Final Verdict. Das ist einfach geil. Auch schon vorbei, cool. Dann haben wir es aber geschafft, cool. Was ist denn das für eine DPS? Oh doch, Single Target, über 22,6 ist ordentlich. Bin mit einer Eule zusammen. Gut, mit dem Unterschied, dass die Eule ja, nur 1,4 Millionen, das ist gar nicht so viel. Obwohl prozentual gesehen ist das circa ein Drittel. Ja, knapp. 30% mehr und das ist dann schon ganz ordentlich. Ne, Quatsch, 35% mehr so in Richtung. Ja, gut. Multidotten und so Geschichten, da kann ich halt nicht. Beziehungsweise kann ich schon. Aber naja, so 4-5k kritisch Dot. Und der ist 5 was decken muss. Ist jetzt nicht so. Ja. Aber mit Glyphe, mit Empower Seals und all möglichen, das Ding kommt wahrscheinlich auf 6k Crits oder so. Ah, so. Das heißt, wir die ganze HP aufbauen. 5 brauchen wir. Eule ist im Stun. Ah, jetzt so, ja. Es geht der ganze Burst dahin, die Drecksau. Dann werde ich dusch, Marco. Jetzt habe ich dich. Jetzt haben wir dich. First Blood. Weg hier. Danke für den Heal. Das muss man an der Stelle natürlich auch sagen. Killing Spree. Ohne den Heal. Double kill. Freedom für den. Ah, Mist, jetzt habe ich den Monk nicht inline erwischt. Komm her. Wir wissen genau, was du vorhast. Deswegen töten wir dich vorher. Wenn es klappt. Es klappt. Oh oh. Das Fetzen. Ganz sam. Erstmal. Inline. Oh, nö, 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 Krieger. Nö, 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 nö. So nicht. Ja, kannst du ruhig machen. Jetzt stirbst du. Und bam. Rampage. Rampage. Das war ein Hunter-Stun. Da kriegt der Richtspruch. Nochmal jetzt Freedom. Das drauf, natürlich, einfach, genau. Wie gesagt, den Big, ich muss echt mal Spaß haben in der Arena ausprobieren. Das ist bestimmt lustig. Freedom für den. Der wird erstmal langsam gemacht. Oh ja, geil. Ah, der schon wieder. Komm. Ist der klar 3 bin tot. Dominating. Wie geil ist das? Er ist ja fast nach einem Hit schon da. Lebt der wieder? Ist dann. Selbst. Jetzt wieder in den Hunter Trap. Bin wieder raus. Cool. Freedom, damit er mich nicht gleich direkt slowen kann. Aber der Kick bringt ja nicht viel. Und wieder geht's los. Na, weg damit.
Und wieder Freedom, damit er hier nicht der Meinung ist, er kann machen, was er will. Ah, oh, vielen, vielen Dank an den Heal. Er kriegt einen Stun und stirbt. Bäh. Nice, Leute, nice. Da geht's aber rund. Ah, da haben wir gewonnen. Cool. Kann man nicht meckern, oder? Also, eigentlich ist es irgendwie lustig, so alle 30 Sekunden. Man muss aber 5 HP aufbauen, das dauert dann so lange. Ah, der Damage, der geht eigentlich. Das ist das Lustigste, der geht eigentlich. Vor allem, wenn die DPS am 21.600. Als Single-Tage, das ist eigentlich ordentlich. Ich meine, guck dich das mal an, was da für Damage kam. Was? 68.500, wir hatten da an irgendeine richtige Kelle bekommen. Ja, hier haben wir 270k. Absorb und allem drin. Da geht ja schon die Post ab, ne? Immer noch. Na ja, gut. Wie dem auch sei, wenn was, wenn es mal sein soll, ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.